vor das Rote Kreuz und die Feuerwehr, der dann natürlich für die Präsenz und für den Einsatz. Das ist wichtig bei so einer Veranstaltung, dass wir alle teilnehmen haben und unsere Maßnahmen dazu erwarten. So, das hat mal gut geklappt. Das war ein super Witz, sag ich mal. Ja, wichtig ist, dass dieses rockreife Auto liegen bleibt. Und dann hebt er sich die Rücksicht richtig ab. Wenn er den richtigen Radio hat, ist das überhaupt kein Problem. Es darf sich nur kein rechtliches Ticken verwickeln. Dann klappt alles auch mit den Nachbarn. Das Zuggewicht liegt bei 9,5 Tonnen und in der Maximen bei 2200 Umdrehungen. Der Gesamthubraum liegt bei 29,9 mit der Matthias und der Rizzi hier einen Ölwechsel machen oder bei anderen Panzern, da wird es natürlich im Einsteamen manchmal schon etwas schwummrig, was diese Kisten treffen, wie sie dann laufen, das ist auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge. Ja, alle, die sich sehr verabschieden, die hier auf der Bahn sind, das heißt, die Rizzi, und dem Panzer sind selbstverständlich digitalisiert. Das heißt, die sind top untauglich gemacht. Das ist folgendermaßen, wenn ein Fahrzeug dieser Art hier das Museumsgelände betritt, dann hat sich unsere Monteure vom Museumsteam dran, diese Bodenwannen aufzuschweißen und durch dünnere Fläche, man sieht es hier, zu ersetzen. Die Kanone wird ebenfalls so geschweißt, das heißt, diese Militärfahrzeuge, diese Panzer werden digitalisiert und die Kurve wird uns dann selbst hier unten und hier noch für den Einsatz zu haben. Das Ganze wird natürlich von oberster Stelle aus Stuttgart entsprechend abgenommen. Anders können und dürfen Sie diese Panzer nicht durchgehen. Wir waren kaputt gemacht.